Ja, hallo Leute, hier ist Jochen von S21 BauTV mit einem Kurzupdate, kurzem Blick vom ITS runter und was sehen wir da drüben, wird fleißig an den Schwindgassen gearbeitet. Da hat man jetzt auch begonnen. Und dann jetzt natürlich mit dem Handy nur schwer einzufangen, von wegen Zoom und sowas. Die letzte Kelchstütze. Oh, ja, das war jetzt, ihr ahnt ja schon, genau die falsche Zoom-Richtung. Zu einem Überfluss scheint es hier mir auch noch die Sonne entgegen und ich sehe kaum was auf dem Display und kann jetzt nur hoffen, dass ihr irgendwas mitnehmt, ohne dass es zu sehr wackelt. Und dann kann man ja noch kurz in Richtung Süden blicken. Da ist gerade vorher ein Schottkran eingetroffen und hat da aufgebaut. Da wird dann vielleicht jetzt mit der Montage des Baukrans begonnen oder dem Wiederaufbau. Das klingt doch toll, Wiederaufbau. Ja, und ansonsten fällt mir jetzt da langsam auch nichts mehr ein, was man hier oben noch zeigen könnte. Es gibt halt nichts mehr zu sehen. Ja, das GWM wird jetzt auch abgebaut. Ich vorhin einen großen Container mit Rohrstücken gesehen. Ja, eine Ära geht zu Ende, nicht wahr? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann schauen wir noch mal ganz kurz rüber in den Süden, wo es aber, glaube ich, außer dem Schäubkran auch nicht viel mehr zu sehen gibt. Und würde sagen, wir beenden das Video an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Und das lange Video von der Sony, das kommt natürlich auch noch. Und ciao.